zu Balakow und schauen Sie mal, was der macht. Balakow, immer noch Balakow und hinein ins Tor. Ein klasse Solo, glänzende Einzelaktion vom bulgarischen Superstar. Fantastisch, schauen Sie, wie er jubelt. So hat man Balakow selten gesehen, so emotionsgeladen, so aufgedreht. Es war aber auch ein Tor der herausragenden Kategorie. Vorbei an Dove, vorbei an Ganzauge, vorbei an Remer, vorbei an Zallmann und per Außenriss, das i-Tüpfelchen per Außenriss. Vorbei an Balakow, der Anschluss 5 Minuten vor dem Ende. Und dass es diese Jungs jetzt eilig haben, versteht sich ja wohl von selbst. Balakow kippt das Spiel noch. Dieser Teufelskerl, dieser geniale Techniker, dank Balakow drehen die Schwaben zu 10 dieses Spiel noch rum. 2:0, 2:2. Werder vom Dampfhammer, vom Effet-Künstler Balakow in der Seele getroffen. Löws Leiden beendet. Christian Beifuß, bitte. Freistoßversuch heute. Und das ist unglaublich. Krasimir Balakow. Wenn es nicht läuft beim VfB, sie schwächer sind als der Gegner wie heute, dann schicken sie ihn einfach nur zum Freistoß. Und schauen Sie, nur Rob Maas und Thomas Stratos springen hoch. Die anderen erstaunen ob der Schönheit dieses Schusses. Und keine Chance für Miletic, schon der 5. direkte verwandelte Freistoß des VfB diese Saison. Mittlerweile mehr als nur ein Angestellter des Vereins. Er hat Out. Und es war die Entscheidung, denn Balakow lässt sich diese Möglichkeit nicht entgehen. 2:0 für den VfB Stuttgart. In der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft und in der zweiten Halbzeit mit den besseren Nerven beim Elfmeter. Das waren die entscheidenden. Balakow, das 4:0, welch eine Dusche für den Meister. Und alle 4 Tore hat Djordjevic vorbereitet. Die Flügel als Matchwinner für Winnie gegen Otto. Der Schlusspunkt. Ausführen. Balakow. Na, das ging schon mal besser. Lichtes. Schur. Balakow. Und drin. Krasimir Balakow rennt zur Seitenlinie und wirft sich zu Boden. Eine Ehrerweisung für Winfried Schäfer. Was für Bilder hier im Waldstadion. Ja, der VfB ist wieder wer und Licht ist. Schauen wir mal. Hat er Glück gehabt? Schur schießt sich selbst an gegen sein eigenes Schienbein. Dann Weber hatte nicht damit gerechnet. Und Balakow. Da passte nichts mehr zwischen. Schurs Pech nutzt Balakow aus und der hat auch noch, müssen wir zugeben, Glück dabei. Balakow, mit ihm hatte Schäfer als erstes geredet, als er zum VfB kam, und auf ihn hatte er besonders gesetzt. Der Welster dankt es ihm mit fast schon ergreifender Demütigkeit, wie sie ihm zu Füßen liegen. Hier die Stuttgarter. Balakow. Und da ist es, das 1:0. Was hat Balakow dieses Ding gebraucht? Der Ideengeber des Tores hieß Akpobori. Und auch das ist klar, Peter Hubchev hätte sein rechtes Bein besser bei sich behalten. Freddy Bobic erst beteiligt, als der Ball schon drin war. Balakow. Ein Schritt Anlauf, das linke Bein, der linke Fuß. Hoffmann am Boden, 1:0 VfB, 81. Minute. Und dieser Lauf ist ein Gedächtnislauf. Balakow mit seinem letzten direkten Freistoßtor, sage und schreibe am 13.12.97. Wie Bobic, wie Krasimir Balakow gegen Asanin, gegen Klinkert und drin ist er.
2:0. Wieder ein wunderschönes Tor. Stuttgarts Bester. Verpasste Gladbach wohl den K.O. Und Rainer Bonhoff, achten Sie mal auf ihn. Er konnte es nicht fassen, dass seine Abwehrspieler den Bulgaren so gewähren ließen. Krasimir Balakow und sein Spaziergang. Unter Rainer Adion findet der Stuttgarter Spielmacher wieder zu seiner Freude. Und Glück hat er auch noch, dass der Ball im richtigen Moment aufsprang. Hier! Und ihn somit voll treffen konnte. 10 Tore. Und heute 0-1. Die Erlösung des Krasimir Balakow in der 75. Minute. Der VfB führt hier sogar verdient mit 1:0. Raus aus der Krise in München. Alles ist möglich. Der Blick auf den Bulgaren. VfB 11. Balakow, Kučera und Nikolov rennen sich über den Haufen und Krasimir Balakow schießt völlig unerwartet das 1:0 für den VfB Stuttgart. Ja, Herr Nikolov, ich weiß auch nicht, ob Sie da hätten herauskommen dürfen. Wir schauen uns diese verrückte Szene nochmals an. Kučera und Nikolov begünstigen das 1:0 von Krasimir Balakow. Alles sauber gewesen, ein ordentlicher Zweikampf, kein Foul von Balakow. Das zweimal, Ostov kommt noch dazu und Balakow. Und jetzt soll mir einer sagen, die können nicht miteinander. Das war eine sensationelle Koproduktion der beiden Kreativen, Balakow und Listic. Und mit einem habe ich ein bisschen Mitleid in dieser Szene, Dietmar Hirsch, hilflos gegen den ungarischen Einmannkreisel. Und dann Balakow, sein erstes Tor nach dem 7. Spieltag, damals traf er in Frankfurt nach Vorarbeit, natürlich von Christian Listic. Und Gerber, Balakow. Bumm, baff, Doppelpass, Balakow und ein Tor schöner als das andere. Eine Halbzeit und die Wiedergeburt des VfB-Spielmachers. Kommt her, ich bin wieder da. Eine Zeitlupe, die zwei Sachen deutlich macht. Die Unordnung in Duisburgs Deckung und die Fähigkeit des VfB, noch tollen Fußball zu spielen. Allen voran natürlich Krasimir Balakow. Und auf der Tribüne der VfB stark. Krasimir Balakow. Und drin! 1:0 in der 51. Minute. Der 5. Saisontreffer für den Bulgaren. Der scheint nach den Wirren der jüngeren Vergangenheit wirklich wieder auf dem Weg zu altem Glanz zu sein. Und Lothar, ausgerechnet zum Abschied, hatte er den Rückstand mit seinem Foul eingeleitet. Toll an der Mauer vorbei von Balakow. Doch Dreher stand auch auf dem falschen Fuß. Beim Freistoß, da macht er zuerst einen kurzen Schritt nach links hier. Lage falsch eingeschätzt und dann geht natürlich gar nichts mehr für Bayerns Ersatzkeeper. Mit der Innenseite geschlänzt, das war wie früher. Balla ist zurück. Den VfB in Führung zu bringen. Das kennen wir von Bruno Labbadia. Auch der ist in die Ungnade der Fans gefallen in Bielefeld und machte dann nach einem Tor neulich diese Geste. Auch Balakow hat jetzt einiges gehört aus der VfB-Fankurve. Ich denke, man hat sich arrangiert mit dem teuren Spielmacher. Das achte Mal, dass der erste FC Kaiserslautern durch einen Elfmeter bezwungen wurde. So, linke kommt und in der Mitte Balakow und ein Traumtor.
Der Trainer und sein Problemstar. Jetzt jedenfalls einig. Ein wunderschönes Tor von Krasimir Balakow. Sein erstes in dieser Saison. Und klasse vorbereitet vom Pinto. Schauen Sie, da guckt er. Schnell genug ist er, läuft dieser Rasu weg. Und der Pass ist so präzise wie mit dem chirurgischen Skalpell. Zwei Mann in der Mitte können Balakow nicht halten. Und der mit seiner ganzen Erfahrung und Ruhe. Hier die Flanke. Ein Konter im eigenen Stadion. Ralf Rangnick hat fürs Erste alles wieder richtig gemacht, weil er das Tor macht. Krasimir.